Ab geht es, mein Team. Wir stürmen jetzt die Gegner und... Oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute spielen wir mal zusammen Paintball hier in Roblox. Das ist ein richtig cooler neuer Spielmodus. Oh ja. Wie ihr seht es, wir sind gerade in Team Blau und wir werden heute gegen Team Rot kämpfen. Und oh mein Gott, was geht denn da ab? Die haben auch richtig krasse Waffen. Ihr seht es, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Waffen und wir können, glaube ich, direkt die nächste Waffe kaufen für 2700 Euro. Perfekt. Und es gibt hier Ultra-OP-Waffen bis hin zu einer Waffe, die 100 Millionen Euro kostet. Oh mein Gott, die sieht aber auch sehr, sehr krass aus. Mal schauen, wie weit wir heute kommen werden und welche krassen Waffen wir uns heute upgraden werden. So, vielleicht von hier irgendwie. Ich weiß nicht, wie weit die Waffe schießt. Ich glaube, man muss ein bisschen höher schießen. So, und yeah, wir haben tatsächlich eingetroffen. Es regnet Kugeln, yeah. Friss die regnenden Kugeln, ey. Vielleicht treffen wir, oh mein Gott, damit irgendwen. So, Freunde, wir rennen mal ganz, ganz vorsichtig rein. Und da hinten sind wieder die Gegner. So, wir schießen mal einfach mal so ein bisschen drüber. Vielleicht treffen wir, wow, tatsächlich was. Okay, die sind meinem Team. Alles sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Dort oben ist einer. Und yeah, wir haben ihn tatsächlich auch getroffen. Ha, sehr, sehr gut. Gerade eben. Nein, läuft es sehr, sehr gut. Und dann wurden wir wieder angegriffen. Okay, aber jetzt kaufen wir uns mal die nächsten krassen Waffen. Wir holen uns hier im Shop für 280 Robux, 725.000 Euro. Und ja, sehr, sehr gut. Wir kaufen uns das Ganze. Und jetzt können wir uns neue krasse Waffen freischalten. So, wir kaufen mal diese Waffe hier. Wir haben jetzt die Deagle. Oh ja, vielleicht sind wir ja mit der Waffe irgendwie ein bisschen besser oder so. So, wir equippen die so perfekt. Und wie schießt die Waffe? Und oh ja, die gefällt mir schon mal ein bisschen besser, Freunde. Und dabei ist einer. Und yeah, perfekt. Ha, den ersten haben wir besiegt. Und jetzt haben wir so ein Radar freigeschaltet bekommen. Okay, auch sehr, sehr interessant. Vielleicht können wir noch irgendwen besiegen mit der Waffe. So, genau, perfekt. Stellt das mal auf. Und ich glaube, unser Team liegt gerade ein bisschen im Rückstand. Also wir müssen uns wirklich total, nein, gut beeilen. Die haben aber auch tatsächlich richtig krasse Waffen, Freunde. Aber das wird schon niemals aufgeben. Merkt euch das. Man darf niemals aufgeben. So, dort hinten ist noch einer. Versteckt sich da irgendwo hinten. So, vielleicht von hier oder so. Wir, wow, was ging denn da? Wir schießen hier. Ja, weiter drauf. Wir haben den nächsten bekommen, Freunde. Es sieht sehr, sehr gut aus. Und nein, das war total knapp. Okay, Freunde, was können wir uns hier noch kaufen? So, wir können uns diese Waffe kaufen. So, mal schauen, wie krass. Wow, was diese Waffe ist? Ha, das ist eine doppelte Waffe. Oh mein Gott, wie OP ist die? Okay, Freunde, da würde ich sagen, ab geht es mit der doppelten Waffe in die Actionzone. So, wir rennen ganz, ganz vorsichtig rein. Aber, oh mein Gott, da war ein Gegner. Da war hier ein Gegner. Oh, das war's mit dem. Und, Freunde, wir schießen einfach rein und wir schießen jetzt doppelte Munition. Wir können auch mal hier versuchen, so nach oben zu gehen. So, und, oh, hallo? Tut mir leid. oh Mann, aber oh mein Gott. Ich glaube, wenn wir hier einmal nach oben gehen, wir werden auch sofort getroffen, Freunde. Okay, aber wir probieren es trotzdem mal. Und, yeah! Wir haben damit tatsächlich einen bekommen, Freunde. Oh mein Gott, das war ein richtig krasser weiter Schuss. Okay, sehr, sehr gut. Ich glaube, hier ist eine gute Position. Dort hinten sind auch nochmal Gegner. Vielleicht, oh, wir müssen ein bisschen höher schießen. Treffen wir, yeah, damit auch einen. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab, Freunde? Wir haben jetzt schon zwei Leute hintereinander besiegt. Okay, da würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Angriff. Wir haben jetzt nämlich auch so eine Sentry freigeschaltet. Die können wir jetzt auch so platzieren. Oh ja, warte, ich platziere die mal so ein bisschen genau auf diese Seite. Und jetzt, oh mein Gott, und los! Komm her! Sehr, sehr gut. Die nächsten haben wir auch ohne große Probleme besiegen können, Freunde. Perfekt. Und da kommt schon der nächste. So, wir müssen ein bisschen besser drauf schießen. Und nein, unsere Sentry. Yeah, wurde zerstört. Okay, Freunde. Und ah, aber es lief doch schon mal sehr, sehr gut. Ich mag die Waffe, muss ich auch mal sagen, Freunde. Die Waffe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Die schießt einfach so doppelte Schüsse. Aber trotzdem kaufen wir uns mal die nächste, die UMP, so für 14.000 Euro. Ich will mal jede Waffe so einmal ausprobieren, so. Und mal schauen, wie diese Waffe hier so drauf ist. Freunde, wir schießen mal und oh ja, die schießt schon mal viel, viel, hey, schneller. Da wurde der Gegner schon mal easy besiegt, Freunde. Und noch eine Minute spielen wir in dieser Runde. Okay, und dann geht es sofort in die nächste Runde, Freunde. Und wir schießen mal ein bisschen rein mit der neuen Waffe. Dort hinten stand einer und perfekt, den haben wir auch ohne große Probleme, nein, getroffen. Und Freunde, die Runde ist jetzt vorbei, die letzten Sekunden laufen. Das sind jetzt unsere Statistiken vom Ende der Runde. Aber wir kommen jetzt zur nächsten Runde, Freunde.
Und mal schauen, für was sollen wir stimmen. Ich glaube, ich will hier eine Stadt spielen. Genau, das soll die nächste Karte sein. Und dafür kaufen wir direkt die nächste Waffe, die M4, für 18.000 Euro. Und equippen die. Und jetzt gibt es keine Teams mehr, Freunde, sondern jeder gegen jeden. Yeah, 15 Minuten lang. Alle kämpfen gegeneinander, Freunde. Das wird so ein krasses Spiel, glaube ich, ey. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier die Gegner finden. Da drüben ist schon einer. So, und nein, er hat uns leider besiegen können. Okay, Freunde, alles gut, wir haben noch sehr, sehr viel Zeit, aber ich sehe hier gar keine Gegner und wir sind tatsächlich jetzt hier in der Stadtmap angekommen, wie ich das wollte, perfekt, wo seid ihr? Ich höre die ganze Zeit Schüsse so, ich glaube hier sind irgendwo welche, genau da drüben und von hinten, perfekt, ha, den haben wir easy weggeschnetzelt, Freunde, und den nächsten haben wir auch bekommen, oh yeah, ich glaube, das gefällt mir schon mal hier ein bisschen mehr, jeder gegen jeden und wir werden die ganze Zeit von hinten wegbekommen, okay, Freunde, wir klettern mal hier nach oben so drauf, oh ja, und dann versucht mir mal von oben so ein paar Leute zu bekommen. Oh mein Gott, wie weit geht es denn hier nach oben? Ich hoffe, da oben ist jetzt noch keiner. Und wir schauen mal. Oh, oh, ganz, ganz vorsichtig. Und ja, yeah, wir sind der Einzige hier oben. Und jetzt können wir von oben hier drauf schießen. Und Freunde, komm schon. Nein, wir haben sie nicht getroffen. Leider, okay, schade. Dort hinten ist auch noch ein Spieler. Ich glaube, diese Waffe ist jetzt nicht so gut fürs weite Schießen. Aber von hier kann uns auch keiner treffen. So, wir schleichen uns mal noch eine Etage nach oben. Oh mein Gott, wir sind jetzt richtiger Spider-Man hier. Und wir schießen von oben auf unsere Gegner. Kommt schon, zeigt euch. Haha, wie lustig ist das? Wir sind jetzt auf dem allerhöchsten Punkt der ganzen Karte angekommen. Perfekt. Und von hier haben wir eine richtig gute Aussicht auf alle Gegner. So, Freunde, komm schon. Wir müssen hier doch jetzt mal irgendwie einen treffen. Wow, da ist einer perfekt runtergefallen. Den ersten haben wir schon mal von hier oben bekommen. Den zweiten, wow, haha, perfekt, haben wir auch schon mal oben bekommen. Okay, werden wir noch einen dritten bekommen, Freunde. Die Runde läuft schon mal sehr, sehr gut. Ey, das macht total viel Spaß. Schreibt auch mal jetzt gerne in die Kommentare. Hast du eigentlich auch schon mal so Paintball gespielt, wo man mit Farben auf andere Leute schießt? Das finde ich total lustig, ey. Und wenn du auch mal Paintball spielen willst und willst, dass wir jetzt richtig krass zerstören und jede Gegner besiegen, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Oh ja, Freunde. Okay, da drüben ist noch einer. So, komm schon. Den müssen wir... Nein! Auch bekommen, von hinten kam einer. Okay, Freunde, ich glaube, es wird Zeit für die nächste Waffe. Nämlich für die Tommy Gun für 24.000 Euro. Die werden wir jetzt auch mal austesten. Und mal schauen, wie... Oh, diese Waffe ist. Und da ist schon einer. Was? Nein! Der wurde schon besiegt von einem anderen. Oh, oh, Freunde. Ich glaube, da kommt jetzt der auch. Und wir schleichen uns von unten. Wow, wo sind wir reingefallen? Wir sind hier irgendwo nach unten reingefallen. Und komm schon, komm schon, komm schon. Da ist einer. Und yeah! Wir haben ihn ohne große Probleme auch besiegt. So, da drüben ist noch einer. Ah, die schießt so, die Tommy Gun. Aha, interessant. Dort drüben war noch... Oh, zwei Gegner. Und komm schon. Perfekt, den haben wir auch bekommen. Da ist der nächste und... Nein, den haben wir nicht bekommen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt aber ein Waffen-Upgrade. Wir kaufen uns jetzt nochmal ein bisschen krassere Waffen. Zum Beispiel die P90 für 75.000 Euro. Oh ja, also wenn diese Waffe nicht krass ist, wow, dann weiß ich auch nicht. Die schießt so krasse Sachen. Okay, und wir können ja auch die Sentry platzieren. So, bam, ha, das ist unsere Sentry. Und die schießt jetzt auf die ganzen Gegner. So, schönen guten Tag. So, haha, den haben wir von hinten einfach weggefetzt. So, und wo sind hier die nächsten Gegner? Zeigt euch, dort hinten ist noch einer. Trefft mir ihn und nein. Schade, aber ich glaube, er hat gemerkt, dass hinter ihm einer war, oder? Und nö, er hat es nicht gemerkt. Bam. Was geht denn hier für eine krasse Action ab? So, und immer von hinten. Immer von hinten. Ich werde immer von hinten wegbekommen. Oh Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da sind wir gespawnt und direkt, bam, haben wir den ersten bekommen. Und direkt den nächsten bekommen. Und warte mal, jetzt haben wir eine Drohne. Die hatte ich noch nie, Freunde. Yeah, los, ich und meine Drohne kämpfen jetzt hier gegen die Gegner. Komm schon und nein, total knapp. Aber meine Drohne schießt jetzt hier weiter drauf. Oh ja, yeah, das ist total lustig. Okay, wir gehen mal hier, oh, weiter drumherum. So, da ist noch einer. Komm schon. Und yeah, den haben wir auch getroffen, Freunde. Das macht total viel Spaß. Und ich glaube, wir sind gerade auf einem, oh ja, yeah, sehr, sehr guten... Oh, Victor, meine Maschine hat auch einen bekommen. Das ist meine Maschine hier. Und die schießt die ganze Zeit auf die Gegner. Sehr, sehr gut. Wir sind das beste Team. oh Mann, ist das lustig. Und oh, oh, da kommt, glaube ich, einer runter, oder? Oh, okay, doch nicht. Wir gehen mal vorsichtig an ihn ran. Und jetzt schießt mir von hinten drauf. Attacke. Wie keiner das checkt, dass ich manchmal hinter denen bin. So, die nächste Maschine kommt mal hier hin, Freunde. Und nein, er
hat uns bekommen. Okay, Freunde, was gibt es denn hier alles noch für krasse Waffen? Oh ja, die goldene Scar für 125.000 Euro. Die sieht auch total krass aus. Oh ja, und nein, eine Sentry von mir wurde zerstört, stand da gerade. Und oh, da wurden wir gerade von der Sentry besiegt. Ach, Mann, oh Mann. Okay, okay. Aber alles gut. Bis jetzt läuft es doch so. Wir schießen drauf. Zack, ey. Ich fühle mich wie ein richtiger Profi in diesem Spiel, Freunde. Keiner kann mich aufhalten. Na toll. Das hat ja super geklappt. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon mal viel, viel sicherer im Spiel. Am Anfang fand ich es noch nicht so einfach. Aber mittlerweile geht's eigentlich so. Da ist noch einer. Komm schon. Perfekt. Den haben wir auch besiegen. Den haben wir auch besiegt. Zwei Leute, drei Leute hintereinander. Dreier-Streak. Oh mein Gott. So, wer wird der vierte sein? Und der vierte. Ich zerstöre gerade hier jeden, ey. Was geht denn da ab? So, die Sentry kommt hier hin. Los, du machst einen guten Job. Ich vertraue dir. Und Freunde, Mann, von wo kam der denn auf einmal? Und Double Kill. Zwei Leute hintereinander. Und da oben ist einer. Ich habe dich gesehen. Den dritten hintereinander haben wir auch bekommen. Und da ist der vierte hintereinander, den wir bekommen haben. Und da ist die... Oh, schade. Und, ach Mann, den habe ich jetzt leider nicht mehr gesehen. Aber die goldene Saga gefällt mir total gut. Also, ich mache damit auf jeden Fall schon mal ein paar Leute platt. So sieht es schon mal aus. Und so soll es auf jeden Fall auch weitergehen. Okay, wir haben aber noch ein bisschen Geld. Und damit, Freunde, was müssen wir uns damit kaufen? Ich kaufe mir jetzt mal die Freeze Gun für 256.000 Euro. Oh ja, Freunde. Und warte mal, wir können jetzt einfach hier mit der Freeze Gun schießen und frieren wir die Gegner ein, oder? Wieso heißt die so? Und nein, wir haben die fast getroffen. So, komm schon, komm schon, komm schon. Mann, und wow, von wo kommt der denn? Warte mal, hier ist einer runtergefallen. Oh Mann, hier habe ich mich, oh nein, erschrocken. Da ist eine feindliche, oh Gott, Maschine. Komm, 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 komm. Wir rennen hier vorsichtig durch. Wo sind denn hier die ganzen Gegner? Oh ja, da ist einer. Aber, ah, Mist. Den haben wir leider nicht getroffen. So, ich glaube, hier drüben, genau, hier unten ist einer. So, und Freunde, wird das mein erster Kill sein? Und nein, er wird von wem anderen besiegt. So, wir schleichen uns mal. Wow, vorsichtig vorbei. Und von wo kommt der denn? Ich will jetzt mal mit der Eiswaffe einen treffen. So, und perfekt. Oh mein Gott. Wieder so in Eissplitter zersprungen ist. So, komm schon. Und yeah, wir können ihn tatsächlich so einfrieren. Das ist total lustig, ey. Und wir können jetzt direkt hier so die Sentry Gun aufstellen. Und jetzt auf diesen, ja, schießen. Perfekt, ey. Und da ist der Nächste. Wer mir irgendwie treffen. Komm schon, ja. Oh mein Gott, das macht total viel Spaß. Wir können jetzt sogar, nein. Und, was? Wir haben uns gegenseitig bekommen. Wie lustig ist das denn, Freunde? Oh ja, da ist drin direkt der Nächste. Tut mir leid, dass ich dich, oh, von hinten bekommen habe. Ja, oh mein Gott, es geht richtig ab gerade. Wir besiegen so viele Leute. Wir sind auf dem zweiten Platz, Freunde. Wir sind auf dem zweiten Platz. Ich sage es euch, ja. Es läuft total klasse gerade. Aber wer ist denn auf dem ersten Platz? Aha, okay. Mal schauen, ob wir den ersten Platz irgendwie besiegen können oder so. So. Aber erstmal muss ich hier die Gegner sehen. Mann, die verstecken sich hier die ganze Zeit. Oh, oh, von mir. So, komm schon, komm schon, komm schon. Und yeah! Da haben wir ihn, oh mein Gott, besiegt. Und ihr seid überall Gegner. Ihr seid überall Gegner. Und nein. Von hinten. Der ist der erste Platz, Freunde. Den müssen wir easy besiegen. Okay, mal schauen, ob wir das Ganze schaffen werden. Aber ich glaube dran, Freunde. Wir schaffen das auf jeden Fall. Wir aktivieren unsere Drohne. Los, Drohne. Zeig, was du drauf hast. So. Und jetzt schleichen wir uns an unsere Feinde ran. Okay, hinter uns ist keiner. Wir müssen immer aufpassen, dass hinter uns keiner ist. Und erstmal die Lage abchecken. Da ist einer. Und dann drauf schießen. Ha, sehr, sehr gut. Okay, das ist jetzt unsere neue Taktik. Erstmal die Lage abchecken, ob hier irgendwelche Gegner kommen. Und dann, oh, oh, warte, hat irgendwie auf uns geschossen. Da oben! Ich sehe es erst jetzt und wir haben den auch bekommen. Okay, Freunde, da ist der Nächste. Und nein! Wie hat der uns denn noch bekommen? Schade, Freunde. Das war total knapp. Okay, noch 5 Minuten. Okay, die Zeit rennt so langsam davon und wir sind auf dem, oh mein Gott, immer noch auf dem zweiten Platz. Mal schauen, ob wir schaffen werden, Erster zu werden. Da müssen wir jetzt aber richtig viele Leute zerstören. So, komm schon. Wir müssen mal, nein, treffen. Ach, schade. Aber, Freunde, ich würde sagen, komm, wir kaufen uns nochmal ein bisschen Geld, ganz, ganz schnell. Und jetzt kaufen wir uns die nächste Waffe, die Raygun, für 330.000 Euro.
Und das sieht aus wie so eine... Wow, Rakete! Und das ist tatsächlich so eine galaktische Waffe, womit wir so die Leute piu, 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 ha, besiegen können. Das ist auch total lustig. Oh, okay, der ist in die Luft gesprengt worden. Perfekt. Jetzt müssen wir aufpassen. Von jeden Seiten kommen hier die Gegner angerannt. So, den haben wir auch bekommen, Freunde. Da drüben, okay, ganz, ganz schnell. Wir schleichen uns von hinten an. Und jetzt... Oh, oh, dem Schlaub. Nein, jetzt hat sich bei uns der von hinten angeschlichen. Das kann ja wohl nicht sein. So, hier geht wieder, glaube ich, Action ab. So, oben oder unten? Unten ist nichts. Und oben! Okay, oben bei dieser Maschine. Nee, nee, nee. Jetzt, so einfach geht das jetzt nicht mehr hier, Freunde. Dahinter geht es wieder richtig zur Sache. Wir müssen wieder... Wow! Ein paar Leute bekommen. Das war jetzt sehr, sehr plötzlich. Ich habe mich da ein bisschen mehr erschrocken, ey. So, ist vielleicht oben auf den Dächern noch irgendwer? Und nein, aber hinter uns war wieder wer. Ach, Mann. Wir werden die ganze Zeit auch nur von hinten weggeschnetzelt. So, Freunde. Aber die Waffe gefällt mir sehr, sehr gut. Wir platzieren noch eine Sentry hier. So, perfekt. Und werden wir ihn treffen? Ach, schade. Total knapp. Aber da hinten ist noch einer. Und nein, er hat uns wiederbekommen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir kaufen uns unsere letzte Waffe für heute. Genau, das ist nämlich diese Dual Ray Guns. Das ist die gleiche Waffe, die wir jetzt haben, nur in doppelt. Oh, ja, das bedeutet doppelt so stark und doppelt so OP, die Waffe. Ha. Und damit werden wir jetzt jeden wegfetzen, Freunde. Ich sag's euch so, da ist schon mal der erste, ohne große Probleme. Hey, wer will sich noch mit mir anlegen und mit meiner krassen Dual-Waffe? Und oh, der wollte sich mit mir anlegen, hat es auch leider geschafft, aber der hatte nur Glück gehabt, Freunde. Nö, nö, alles nur Glück. Okay, dann ist schon der nächste. Zack, den haben wir bekommen. Und schon wieder der. Mit, oh mein Gott, oh, der wurde ja richtig besiegt. Es ist immer der gleiche, der uns, glaube ich, besiegt. Und, okay, komm schon, komm schon. Und von hinten. Und, oh, das war's mit dem. Zack, den und seine Drohne haben wir auch erfolgreich zerstört. Ich habe immer Angst, dass die Gegner von hinten kommen. Und wir können auch unsere Drohne aktivieren. So, jetzt haben wir, oh, oh, auch unsere Drohne. Und yeah, unsere Drohne hat ihn bekommen. Wie, oh mein Gott, oh, lustig ist das denn. Und, oh mein Gott, wir zerstören gerade alles. Was geht denn jetzt ab? Und kommt schon der Nächste. Und yeah, vier Leute hintereinander. Wer will sich noch mit uns anlegen? Mit dem Paintball-König Sentex. Und ja, oh mein Gott, wie viele Leute haben wir jetzt hier? Sechs Leute haben wir hintereinander. Sieben Leute haben wir hintereinander jetzt besiegt, ohne ein einziges Mal besiegt zu werden. Der achte. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Und nein. Ha, der war auf dem Dach. Aber acht Leute haben wir hintereinander. Das war ein neuer Rekord von mir, ey. Das war richtig krass. Und vielleicht brechen wir den nochmal. Okay, den ersten haben wir besiegt. Und nein. Ach Mann, die Maschine hat uns wieder besiegt. So, und jetzt von hinten anschleichen, Freunde. Und oh, das war's mit dem. Und das spawnt aber einer. Komm schon. Und nein, das war unfair. Der hatte noch diesen Schutz gehabt, wenn man spawnt. So, zack. Nummer 1 habe ich bekommen. Da ist der Nummer 2 habe ich auch bekommen. Eieiei. Das ist auch viel zu easy hier, Freunde. So, die Sentry platziere ich hier. Meine Drohne wird auch aktiviert. Los, Drohne. Und jetzt Attacke. Oh mein Gott. Die Drohne hat ihn bekommen. Und zack. Den nächsten direkt geholt. Okay, Freunde. Die letzten 40 Sekunden laufen. Die Zeit rennt. Und jetzt müssen wir nochmal richtig krass zerstören und zeigen, was wir im Paintball-Modus drauf haben. Okay, los, meine Drohne. Gib bitte dein Bestes. Und zack. Den haben wir bekommen. Bam. Den haben wir auch bekommen. Und unsere Drohne hat noch wen bekommen. Dort hinten ist noch einer. Und yeah, was war das für ein krasser Schuss? Und nein, was ging denn da wieder ab? Komm schon, die letzten 20 Sekunden laufen. Nein, 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 nein. Ganz, ganz schnell, komm. Ich will noch einen mindestens jetzt noch besiegen. 50 Sekunden Zeit. Werden wir noch einen einzigen Gegner bekommen? Komm schon, bitte, Freunde. Nur noch einen einzigen und nein. Das war wirklich total knapp, ey. Und yeah, okay, wir haben aber noch einen bekommen. Das wollte ich mehr nicht. Oh, hier, und wir sind zweiter Platz geworden. Das war wirklich eine total krasse Runde. 66 Leute konnten wir besiegen. Und das war sowas von cool. Und der Paintball-Modus hier in Roblox hat mir wirklich total viel Spaß gemacht. Peng, peng, peng. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi.